Auto und Rallycross auf Mediasport mit Airpower Autosportartikel aus Belgien, Emming Motorentechnik, Walter Holzleitner Gleisbau, Peters Autosport, Tipps Racing Österreich, The New Autosport Shop Luxemburg. Servus und herzlich willkommen, liebe Autocross-Freunde hier auf Mediasport. CZ, ein neues Magazin, das Magazin vom Saisonhighlight Nova Parker. Es ist und bleibt immer etwas Besonderes. Da können sich die anderen Veranstalter anstrengen, wie sie möchten. Sie liefern mittlerweile alle tolle Veranstaltungen ab. Nova Parker ist und bleibt was ganz, ganz Großes. Und alle waren sie wieder da. Wir haben eben schon die schönen Auto-Kelly-Mädchen gesehen. Wir haben den Sieger der Superbuggies jetzt gerade gesehen. Den Sieger der Touring-Cars. Bernd Stobe, ach ja, der war auch da. Ganz klar, Peter Nikodem, der Kreise um die anderen fuhr und viele tausend Zuschauer. Peter Bartosch sagt, das ist für mich das Top-Rennen der Saison hier in Nova Parker. Und das ist einer der Gründe, warum ich zurückgekommen bin zum Autocross. Ich möchte hier nochmal gewinnen. Findet das beste Rennen in Europa, ein sehr harter Track, gerade für mein Auto, was noch in der Entwicklung steckt. Ja, Nova Parker ist immer was ganz Besonderes im Jahr. Man hat hier sehr, sehr viele Zuschauer, sehr, sehr viele Starter, die hier am Start sind. Gerade bei uns sind es knapp 50 Autos. Nova Parker ist nicht das einzige Rennen, wo wir viele Freunde haben, aber hier sind so unglaublich viele Zuschauer, das ist ein Riesenspektakel. Ja, Florota Fani findet einfach, das ist einer der besten Strecken im gesamten Autocross-Bereich, in der ganzen Szene. Ja, Valsecchi, der Italiener, sagt, das ist so schlimm, das ist so schwierig und gefährlich. Also die Kurven hinter den Hügeln und die zweite Kurve, wenn du da den Berg runterfährst, rund um das Paddock, ist absolut crazy. Alle Kurven sind schwer. Nova Parker ist halt immer ein Highlight. Viele Zuschauer, viele Fans und es ist einfach schön, hier zu sein. Nova Parker ist etwas ganz Besonderes. Die Strecke ist anspruchsvoll. Ich denke, schon schwierig zu fahren. Das ist halt das Mekka für alle Autocross-Fahrer. Ein Race in Nova Parker ist für mich immer schön. Viele Leute, viele Fans von mir hier. Ja, super Track, viele Zuschauer, tolles Wochenende. Nova Parker ist der Tempel des Autocross, sagt Alessandro Galotta. Ja, viele Emotionen hier, weil immer so viele Fans, so viele Leute da sind. Und Hoschek sagt, das ist die Party des Autocross. Wenn ich schnell bin und erfolgreich, ist es eine große Party. Wenn ich nicht so glücklich bin, dann eben eine kleine Party. Peter Nikodem findet es das beste Rennen der Saison. Er ist zu Hause und da gibt es die besten Menschen. Sabon Sklenan sagt natürlich, tolles Rennen für mich und Test für die nächste Saison, weil ich nächstes Jahr komplett fahren möchte in der EM, sagt der Ungar. So, und hier sieht man von oben nochmal, und ich sage danke an Gazi, diese enormen Unterschiede, diese Höhenunterschiede. Und Peter Bartosch nimmt uns auch mit auf eine schnelle Runde. Und hier siehst du, wie verrückt es ist, hier mit einem so potenten Fahrzeug wie mit einem Superbuggy herumzufahren. Die Strecke fliegt an dir vorbei. Was hier nicht so ganz deutlich wird, ist, wie steil das hier ist. Und das war jetzt den Hügel runter. Ich glaube, Willi Albers ist vor ihm. Sie sehen die Geschwindigkeiten links auf dem Tachometer, auf dem eingespielten. Und ja, hier geht es dann rum, kurz vorm Ziel. Dann musst du das Auto wieder anstellen. Ja, wunderschön. Und dann schon wieder hochschalten und wieder schalten, schalten und gucken, dass du genug Drehzahl hast. Den Berg rauf. Puh, Celebration ist dort allenthalben. Feiern können sie. Und hier sehen wir das Mediasport Junior Team mit dem Teamchef Harry van der Putten und mit Chantal, seiner Tochter. Marvin Holzleitner, der ehemalige Mediasport Junior, ist auch dabei. Und wieder mal die Kelly Girls. Also ich glaube, unsere
Kameraleute fanden die irgendwie gut. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich verstehe es ja. So, beginnen wir mit den Junior-Buggies. Ich glaube ja, ne? Also, Bart van der Putten setzt sich da erstmal an die Spitze vor Just Grandschitz. Das ist ziemlich gut, aber das unterstreicht natürlich auch, welchen Aufwärtstrend dieser junge Mann, dieser junge Niederländer hier jetzt gerade mitmacht. Und die Bedingungen waren am Sonntag überhaupt nicht mehr gut. Wir werden das gleich nochmal sehen, denn es hatte über Nacht ordentlich geregnet und die Strecke war teilweise in einem desaströsen Zustand, was aber nicht etwa dem Veranstalter anzukreiden ist. Der hatte wie immer seine Hausaufgaben gemacht, sondern es fährt sich dann einfach aus und dann kommst du nicht mehr nach mit dem Planieren und dem Schieben. Da sieht man Sprunghügel den Berg rauf schon und das zeigt, wie viel Mut auch hier diese jungen Kerle haben in ihren Semifinals. Da sind wir jetzt nämlich schon drin und ich denke mal, Matvej Fouraschkin versucht alles, um an Bart van der Putten vorbeizukommen, aber das gelingt ihm hier mal noch nicht. Zumindest haben wir das nicht im Bild hier. Ja, den Berg rauf setzt er sich wieder daneben. Grenschitz guckt sich das alles mal an. Hier ist Chantal van der Putten, die da selbstverständlich auch dabei war, aber an diesem Wochenende nicht ganz so erfolgreich. Dann das Finale mit Timofey Ovtcharov, dem weiteren Russen. Natürlich vorne rechts, in der Mitte Fouraschkin und außen Just Grenschitz, wie immer mit frischem, niegelnagelneuen Gummi. So, aber vorne dann erstmal Fouraschkin, da fliegen sie den Berg hoch, springen hoch und ich denke mal, das unterstreicht ganz klar, flat out den Berg hoch. Und berg runter war es fast nicht zu fahren. Das haut dir die Plomben komplett raus, wenn du da den Berg runterfährst. Aber sei es drum, da müssen alle durch und wenn du hier gewinnen willst, dann musst du es dir gefallen lassen. So, Bart van der Putten, sein Auto arg malträtiert. Der hat ein bisschen was abverlangt, diesem Auto. Und da ist schon der Sieger. Matvej Fouraschkin, der Russe, gewinnt vor Just Grenschitz und Timofey Ovtcharov. Und da freut er sich natürlich, gerade hier in Nova Parka zu gewinnen. Und er sagt auch, ich freue mich gerade hier zu gewinnen. Und hier in Nova Parka zu gewinnen, ist das absolut Größte. Ja, und da gibt es jetzt einen ganz kühlen Handshake, würde ich mal sagen. Die beiden sind ja keine Freunde, Just Grenschitz und er. Das konnten wir am Matschenberg, glaube ich, noch recht eindrucksvoll erleben. So, das waren die Junior Buggies. Jetzt geht's weiter zu den Tags, zu den Touring Autocross. Und alle waren natürlich gespannt. Wird es Václav Pfeiffer schaffen, sein Auto oder eines seiner Autos wieder fit zu bekommen? Aber genau so ist es. Hier sehen wir ihn schon. Es ist das 2016er Modell, das er ja am Matschenberg in Deutschland die Woche zuvor noch geschlachtet hatte, zumindest den Motor, denn das hörte sich da überhaupt nicht gut an, aber ich weiß selbstverständlich nicht, was alles kaputt war. Schön, dass er dabei war und schön, dass er mit für Riesenfights gesorgt hatte. Aber ein anderer hatte die Show definitiv dann in sich. Das war Martin Samuhil, der sein Auto komplett wegfeuert über die Begrenzung. Meine Güte. Aber es ist nichts passiert und wir werden gleich sehen, der war unterm Strich dann wieder dabei. Nach dem dritten Heat, ich war jetzt soeben Vierter, ist ein sehr gutes Ergebnis. Ich hoffe, es bleibt Startreihe 2 fürs Finale, das wäre eine super Ausgangsposition. Last year you was there on podium, what is target for this year? Podium ist weit her, also Finale, fünfter Platz wäre schon super. Ja, es hat nicht ganz gereicht für die zweite Startreihe im Finale. Da steht ganz vorne Aleš Fučík, der ja auch den MK2 Fabia aus dem Hause Pfeiffer hat. Da hinten Adrian Buhle auch dabei, Pfeiffer und Ottakar Viborni, der einen sehr, sehr guten Start hat und setzt sich dann gleich auf die 2. Wo bleibt Pfeiffer? Dieser arme Pfeiffer, der hat mit Sicherheit die letzten 2-3 Wochen überhaupt kein Auge zugemacht, hat nur unter und in und über seinen Autos gehangen, um sie für sein Heimrennen, wo er ja ein großer, umjubelter Star ist, ein wahrer Volksheld, dann fertig zu haben und hier mitfahren zu können. Adrian Buhle, Jan Bartosch, Adam Kiss, alle wieder dabei. Vorne vorweg Aleš Fučík, dahinter Ottakar Viborni. Und was glauben Sie, was es erst für Schläge in einem so schweren Auto hat, in einem richtigen Tourenwagen, da den Berg runter. Da sehen wir das, wie hoch die Autos fliegen. Und die sind ja, weiß Gott, sehr, sehr hart abgestimmt. Und das knallt hier alles raus. Also da musst du aufpassen, dass du dir nicht die Zunge abbeißt. So sehr schlägt das im Auto. So, Grit Hennersdorf ganz tapfer dabei, wird unterm Strich Siebte. Und vorne an der Spitze
Ja, da tobt ein Kampf. Ich glaube nicht. Grit Hennersdorf legt sich hier mit Adrian Buhle an, der das auch ganz gut macht. Bis zu diesem Zeitpunkt. Er wird am Ende dann aber Neunter. Ja, hier sehen wir auch das Tempo und ich glaube, die Hinterachse hinten bei Grit Hennersdorf nicht mehr so ganz in der Position, wie sie sein sollte. Dann Viborni Ausfall, kurz vorm Ziel, deshalb zieht Pfeiffer vorbei und dann auch noch Samuel. Ärgerlich, ärgerlich. Da steht er natürlich an relativ bescheidener Stelle, dort unten in der Senke, wo die Autos komplett durchschlagen. Und dann sind es aber die letzten Meter für den Sieger. Und der heißt Alex Fucic aus der Czech Republic. Und Alex Fucic sagt, das ist der beste Moment in meinem Autocross-Leben. Ein großartiges Gefühl, vor vielen tausend Zuschauern und Fans hier zu gewinnen. Ich sage vielen, vielen Dank an alle, die mir bei diesem schönen Sieg geholfen haben. Klasse, gut so, so gehört es sich und es freut mich natürlich sehr. Auf Platz 2, Václav Pfeiffer. Hier sehen wir so einen Martin Samuel, der sein Auto ja noch so rausgefeuert hatte. Dann ebenfalls wieder dabei. Und immer wieder im Bild die Kelly Girls. Wahnsinn. So, Buggy 1600, liebe Zuschauer. Und da war dann schon ein bisschen mehr los, ne? Da waren 50 plus minus Autos da. Und da musst du dich, selbst wenn du schnell bist, dann erstmal nach vorne kämpfen. Da musst du erstmal schauen, dass du überhaupt ins Halbfinale kommst. Und Peter Nikodym sagt, im Moment fühle ich mich großartig, drei Heats gewonnen und jetzt bin ich im Semifinale, total klasse. Ich hoffe, dass es besser läuft als in Matschenberg, weil ich nämlich gewinnen will hier. Ja, das ist auch gut so, das muss das Ziel eines jeden sein. Aber das wollte selbstverständlich Steven Laubach auch. Und der setzt sich dann hier mal in einem der Vorläufe an die Spitze, hier sehen wir das. Ja, Strecke ausgefahren, aber St. Petersburg klasse. Ja, die ersten drei Rennen waren wirklich gut für uns. Jetzt führen wir aktuell die Meisterschaft an, aber ja, sind erst drei Rennen rum und wir haben jetzt noch einige vor uns. Von daher konzentrieren wir uns auf den Lauf jetzt hier und dann schauen wir mal, wo wir heute Nachmittag, heute Abend stehen. Und dann, wie gesagt, die Saison ist lang dieses Jahr. How it is in Wapaka? First two heats was very good for you. Ja, genau. Also ich hatte keine Probleme in den ersten zwei Heats, gute Starts gehabt. Und ja, das Team hat auch gut gearbeitet am Auto, wir hatten keine Probleme gehabt. Von daher lief alles gut, das Glück war auf unserer Seite und ich hoffe, dass es jetzt noch so weitergeht. What is the target for you? Das Target ist jetzt hier erstmal ins Finale zu kommen natürlich, jetzt erstmal den dritten Lauf gut zu überstehen. Und dann, ja, auf dem Podium wär gut, denke ich. Podium wäre gut, das sehe ich auch so. Und da drücken wir natürlich die Daumen. Wer aber was dagegen hatte, war auf jeden Fall Vit Nosalek in seinem BMW, der klasse Starts hinlegte. Mario Hanneken auch mittendrin, auch sehr schnell dabei. Und jetzt sehen wir hier mal ein Überholmanöver von Milan Warneck an Markus Wibbler, der die Tür hier natürlich so weit auflässt. Da musst du ja praktisch innen durchfahren. Danke auch hier wieder an die Bilder von Gazi. Michael Buddelmeier hier auf 3 startet nicht so gut wie Michael Küches, kann ihn dann den Berg rauf aber doch bezwingen. Hatte auch nicht sein allerbestes Wochenende, war sehr, sehr schnell, war auch im Halbfinale, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Randy Pave ebenfalls mit dabei. So, Buddelmeier hier jetzt vor Küches und vor Kenny Reding. Dann der nächste Start. Markus Wibbler zeigt hier mal wieder, warum er so stark ist in diesem Jahr. Das liegt unter anderem an seinem Trackline und an seiner Reaktionszeit, die nämlich immer oberpünktlich ist. Und da beschleunigt er sogar den Milan Warneck aus. Der hat es dann aber wieder gerichtet. Wibbler fährt hier im Moment auf der 2. Philipp Smeed dahinterher. Und Christoph Kohnen müsste dann hier auf der aktuellen 4 sein. Das sind alles Bilder aus den Vorläufen. Ja, Kevin Peters auch wieder da und die beiden schnellen Holzleitner-Jungs, Thomas Prokopowitz und auch Marvin Holzleitner, die überholen einen holländischen Konkurrenten hier rechts und links. Kevin Peters vorne vorweg im Kammotos 4x4 mit den beiden Dreizylinder-Triumph-Motorradmotoren. Ja, Marvin Holzleitner wieder mal sehr, sehr schnell. Der war im Training der absolute Überflieger. Und ja, er bestätigt das, was wir schon so oft gesagt haben, liebe Zuschauer. Wenn du aus der Junior-Buggy-Abteilung kommst, dann hast du richtig viel gelernt. Und dann weißt du, den Schwung mitzunehmen. Und wenn du dann mal richtig Schub hast und mit 1440 Hayabusa hast du richtig Schwung, dann kommt dir das sicherlich zugute. Da muss sich der Thomas Prokopowitz, sein Lehrmeister und Teamkollege auf der Strecke, sicherlich richtig strecken.
dass er ihn sich da vom Hals hält. Aber dann passiert etwas, Felge gebrochen, hier sehen wir es. Und damit ist es natürlich dann aus und damit ist alles wieder mal nichts. Die Grundschnelligkeit ist da, aber irgendwie soll es nicht klappen. Vit Nosalek zeigt nochmal, wie schnell er startet. Timo Pehler auch wieder gut mit dabei. Ist, ja, ich glaube, noch nicht so ganz angekommen in der Europameisterschaft der Buggy 1600, aber ist auf einem Riesenweg, macht Step by Step. Und ich glaube, da werden wir noch viel Spaß mit ihm und seinem sympathischen Team die nächsten Jahre haben. Müssen sich erstmal an den Hanak gewöhnen, das ist ganz klar. Aber ich denke, da sind sie erfahren genug im Team um Roy Pehler, den Vater und Teamchef, dass sie das mit Sicherheit hinbekommen werden. So, und jetzt geht's an die Semifinals. Und da stehen vorne in der ersten Reihe Mario Hanneken. Hier sehen wir es, der steht links. Zweite Reihe sehe ich da den Max Schahn, Markus Wibbler. Und vorne noch Nico Dehm und Kevin Peters, der rechts außen steht. Dann erfolgt der Start. Wer startet als schnellster? Peter Nikodem. Der hatte ein super Wochenende, aber das hatte er am Matschenberg auch, bis sein Motor dann den Geist aufgab. Aber kein Problem, da muss man offensichtlich nur ins Regal fassen und schon ist er wieder ein neues, gleichwertiges oder stärkeres Aggregat da. Das ist Wahnsinn, welchen Aufwand man da betreibt. Mario Hanneken sehen wir hier am oberen Bildrand, rollt schon aus. Da hat es wohl einen Kupplungsschaden oder Getriebeschaden, irgendwas in diesem Bereich gegeben. So, Nikodem nimmt uns ein paar Meter mit und da sehen wir mal, was die Jungs arbeiten. Sehr reaktionsschnell, aber nicht übertrieben hektisch. Und ich glaube, so musst du sein, um hier ganz schnell zu sein. Da ist er vorne, Nikodem Peters auf 2, Wibbler auf einem guten 3, Max Schahnen, sensationell Vierter und Michael Budelmeier auf der 5. So, Philipp Smith macht einen riesen Satz, ist jetzt hier vor Timo Pehler, vor Kenny Reding und diesem holländischen neuen Mann in der Europameisterschaft. Da kommt das karierte Tuch, Nikodem gewinnt, Michael Budelmeier als Fünfter fällt er dann noch aus. Ja, schade, schade und damit ist es nichts mit dem Finale. So, jetzt kommt erstmal das Semifinale, andere Girls und deshalb sind sie auch nicht so lange hier bei uns auf Mediasport zu sehen. Spaß. So, Vit Nosalek, da steht er und da steht der Steven Laubach daneben. Der freut sich schon, ist ganz cool. Und rechts, das ist Milan Warnig. Da hält er sich ein bisschen zurück, der Steven Laubach. Ich glaube, das macht er gut auf der 4. Dann dahinter, das ist der Thomas Prokopowitz, der wieder mal richtig gut, sensationell würde ich es fast nennen, unterwegs ist. Wenn sein Auto hält, wenn er ans Fahren kommt, dann sieht man mal, welches Potenzial der Tomek in sich hat. Ja Mensch, der hat es doch nicht verlernt, das ist doch klar. Der hat die letzten Jahre nur immer mit seinem Material zu kämpfen gehabt. So, Vit Nosalek auf und davon, auch schneller als Milan Warnig, der ja so viel Furore hier, so viel Alarm in der Europameisterschaft 2017 gemacht hat. Steven Laubach auf dem sicheren dritten Platz. Das ist gut, aber das beschert ihm nicht unbedingt die erste Reihe. Deshalb muss er da unter Umständen nochmal was riskieren. So, Vit Nosalek mit BMW-Power. Ich habe das oft gesagt und ich denke, die eingefleischten Fans von Mediasport und der Europameisterschaft wissen das, ist hier nicht zu toppen. Gewinnt das zweite Semifinale von Milan Warnig und Steven Laubach ist dann auf 3. Dann das Finale und da steht er auf Pole, der junge Mann aus Tschechien. Neben ihm Vit Nosalek, der stellt sich auf die 3 nach rechts vorne und dann Kevin Peters. Steven Laubach mit Milan Warnig auf der 2, Markus Wibbler in der dritten Reihe, also ne, Laubach in der zweiten Reihe. So, und da sehen wir mal, am Start sind diese Automotoren fast nicht zu bezwingen. Und dieser Turek startet natürlich auch vom Feinsten. Das ist bei Peter Bartosz auch so und das werden wir gleich dann auch nochmal wieder sehen. Komisch, dass nicht mehr von diesen Fahrzeugen, von diesem Turek in der Europameisterschaft auftauchen. Also, Nosalek übernimmt erstmal die Führung, Nikodem auf 2, Warnig auf der 3. Ja, Steven Laubach muss schon alles geben, um das Tempo der Spitze hier mitfahren zu können. Und hier sehen wir es, die Strecke. Oh, da sind riesen Löcher drin. Das wurde selbstverständlich dann immer schlimmer, denn die Strecke fuhr sich im Laufe des Nachmittags dann mehr und mehr aus. So, da ist dann schon mal der erste Angriff, wenn es dann oben in die Fahrerlagerkurve geht
Und dann den Berg runter. Und da fährt Thomas Prokopowitz auf das Auto von Kevin Peters. Und da gibt es schon wieder Feuer. Also Kevin Peters und Feuer, das scheint im Moment eine Verbindung zu sein. Eine hochbrisante Verbindung, die nicht gut ist. Aber es ist alles gut gegangen. Keiner verletzt. Nur das Material. Restart. Und dann Nikodem vorne. Da hat er diesmal Witnosalek ausbeschleunigt. Da hat er eben wirklich mal den Schneid abgekauft und damit sind wieder drei Tschechen vorne. Nikodem, Nosalek und dann müsste es Warnek sein. Also wer geglaubt hat in den letzten Jahren, da aus Tschechien kommt nichts mehr nach und aus welchen Gründen kann da nicht mehr aufgerüstet werden, weit, weit gefehlt, liebe Zuschauer. Denn ich denke, da ist eine riesige Armada an jungen Leuten da, die offensichtlich auch über ausreichende Budgets verfügen, um hier in der Europameisterschaft ein gewichtiges Wörtchen mitzusprechen. Also, Nikodem vorne, Nosalek 2, Warnek auf 3. Ja, und der Milan Warnek, der wollte mehr. Der wollte viel mehr und vielleicht viel zu viel. Ja, hier ist er rechts und links, versucht alles bei Witnosalek. Hier sehen wir es, ich glaube, da haben sich die beiden auch berührt. Die Zeiten, wo sich die Landsleute, egal welchen Landes, in Ruhe gelassen haben, die sind definitiv vorbei. Und hier gibt es eine Berührung und damit ist Nosalek raus. Ja, beziehungsweise kurz außer Gefecht, so möchte ich mal sagen. Und damit verliert der mal seine dritte Position. Vorne unbeeindruckt Peter Nikodem. So, und dann Milan Warnek. Ja, der hält sie jetzt alle auf. Ich glaube, der hat auch ein bisschen was abbekommen bei diesem Rammstoß an seinen Landsmann. Und da lässt sich der Markus Webeler natürlich nicht lange bitten. Der fährt hier auf die 2. Sicherlich ist ihm das Rennglück hold, aber das gehört nun mal dazu. Pech hat er auch schon genug gehabt. Also im Moment 2 Deutsche unter den Top 3. Und hier sehen wir es auch hinten links. Da hat es eine kleine Rauchentwicklung bei Milan Warnek. Und deshalb kann der nicht mehr voll mithalten. So, Nikodem dann als Sieger im Ziel. Und da freut der sich natürlich. Aber wer sich auch freut, und hier sehen wir es, ist Markus Wibbler. Glückwunsch von dieser Stelle. Die viele, viele Arbeit hat sich endlich gelohnt. Und auf der 3 dann Steven Laubach. Aus deutscher Sicht alles in Ordnung, sag ich mal. Peter Nikodem sagt, der erste Start war nicht so gut. Aber im zweiten war ich dann Erster. Da wollte ich gewinnen unbedingt. Und das ist genau das Gleiche wie im letzten Jahr. Und ich bin total glücklich. Und ich sage nochmal ganz klar, Nova Parker ist das beste Rennen der Welt. Sagt es und ja, dann begießen sie sich feierlich, würde ich mal sagen, auf dem Treppchen, wie es sich gehört. So, damit ist klar, dass die Buggy 1600 da durch waren und dann kümmern wir uns jetzt mal ausgiebig und ausführlich, liebe Zuschauer, um die Superbuggies. Auch hier beginnen wir mit schönen Gazi-Bildern. Oben von der Drohne, hier ein Start von Bernd Stubbe, Matt Luf dahinterher. Und ich glaube, dass das auch der Terry Callaghan ist, den ich da noch sehe. Und auch Florent Tafani. Hier sieht man nochmal die Strecke von oben, sieht das Ausmaß dieser tollen Anlage. Und tja, alle, die noch nicht da waren, würde ich sagen, ab auf dahin, das habt ihr noch nie gesehen. Also Kubicek ist überrascht von seinem Speed. In diesem Moment hat er alle drei Vorläufe gewonnen und tja, das findet er natürlich ganz cool. Wie gesagt, er ist überrascht nach diesem schweren Abflug vom Matschenberg. Hier gibt es mal eine andere Perspektive. Das ist aus diesem Bereich, wo meistens so die Benelux-Leute stehen, die Luxemburger, die Belgier, die Holländer, gemischt mit ganz, ganz vielen Tschechen. Ja, immer schwierig mit dem Start. Also Start ist wohl gut, aber ist immer mit Tafani und Callaghan, weiß man nie. Aber muss man einmal eine gute Laufzeit fahren jetzt und dann wir 10 Punkte vielleicht bekommen oder mal schauen, wie es läuft. Aber Auto geht gut, bin zufrieden und mal schauen, wie es weitergeht. Target for Final? Sieg, hoffe ich. Aber erstmal ins Finale kommen. Ja gut, eine gewisse Bescheidenheit kann man ihm ja mal unterstellen. Aber was ich auch festhalten möchte, der Emming-Motor macht da überhaupt
keine Probleme mehr. Da sind sie, haben viel geschlüsselt und jetzt sind sie da auf einem Niveau, wo dieser Motor hält. Und das ist sicherlich wirklich verdiente Mühe nach ganz, ganz viel Leid. So, Peter Bartosz sagt, ich bin sehr schnell. Ich habe alle meine Vorläufe gewonnen. Ich bin glücklich. Alles gut. So, dann gucken wir mal uns einen weiteren Start an. Jakub Kubicek, wie gesagt, hat alles gewonnen. Johnny Foyard im Hanak, im Alpha Racing Buggy mit den beiden BMW-Motoren, ist nicht ganz so glücklich. Er wird uns das auch so gerade sagen. Da hat er sich ein bisschen mehr vorgenommen. Ja, hier haben wir uns mal ausführlich um ihn gekümmert, denn ja, er wollte Europameister werden in diesem Jahr. Im Moment sieht es nicht so aus. Er sagt, im Zeittraining war ich Zweiter und alle Heats immer hinter Kubicek. Ich bin total unglücklich. Das ist nicht gut, denn ich wollte Erster sein. Und ich muss unbedingt ins Finale und möchte ein gutes Resultat hier in Nova Paca holen. So, Florent Tafani war auch da. Ja, auch nicht ganz so vorne weg, wie er sich das vorgestellt hat. Der quetscht seinen Peters-Buggy aus vom Allerfeinsten mit den beiden Tausender Motoren, mit den Motorradmotoren. Aber es ist noch nicht der Durchbruch, das möchte ich mal sagen. Da müssen sie noch ein bisschen entwickeln. Ja, er ist nicht so glücklich, wie er sagt, weil er nicht Erster war in den Heats. Aber er sagt, der Speed ist okay. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Glück, denn ich möchte mir ganz, ganz viele Punkte mitnehmen hier aus Tschechien. So, Grenches ebenfalls sehr gut. Dann Jérôme Matelouf, der sympathische Franzose, der ja in seinem Peters-Buggy, in diesem wirklich sehr schönen, auch optisch sehr gelungenen Fahrzeug, in diesem Jahr aufgestiegen ist. Und ich denke, das wird von Rennen zu Rennen besser und das sagt er uns auch. Also er hat gesagt, ich habe die Klasse gewechselt in diesem Jahr und von Rennen zu Rennen wird mein Speed besser. Hier in Nova Paca bin ich total glücklich und ich sag's euch, in der großen Klasse ist ganz viel los. Da sind ganz viele schnelle und verrückte Leute. So, Willi Albers, die Startnummer 9. Nein, nicht ganz. Problem ist, dass ein paar Jahre zurück habe ich schönes Asphalt gemacht für die Stadt. Aber das ist eigentlich sicher mit, wenn es geregnet hat, ist scheiße. Die Stadt ist nicht sauber. Es ist nur der mittelste Platz gewinnt immer. Und dass die haben saubere Strecke. Und die Außenseite geht aber Innenseite ist Katastrophe. Da liegt 20 cm an Material auf Strecke und dann kommst du nicht weg. Dus dat is scheisse. Tja, er bringt es dann für sich auf den Punkt. Ne? Alessandro Galotta, der Italiener, auch da im Honda Turbo befeuerten Fast and Speed. Quält sich hier auch um die Strecke durch die vielen Löcher. Und ja, er sagt dann, ich bin nicht ganz so glücklich mit meinem Auto. Wir haben viele Probleme mit dem Getriebe. Aber wir werden sehen. Ich bin im Semifinale. Aber um ins Finale zu kommen, das wird eine Riesennummer. Also ich sehe da fast keine Chance. Genau, sagt er und grinst, wie er das immer tut. So, dann haben wir auch noch den Karoly Abraham. Den Ungar, der ja auch von Zeit zu Zeit mal immer wieder auftaucht. Hier ist er mit seinem V6-Motor. Und der sagt, ja, die Strecke ist natürlich total schön. Das Auto ist großartig. Es ist alles okay. Ich möchte ins Semifinal und ich möchte nochmal sagen, vielen, vielen Dank, Latja Hanak, dass du mir ein so schönes, ein so starkes Auto gebaut hast. So, dann Szabolcs Klenanc, der hat ja das alte Anacleto-Auto vom letzten Jahr übernommen und der sagt, ja, ich bin total glücklich mit meinem Speed, der erste Heat war okay, im zweiten hatte ich einen Crash, aber ich bin total zufrieden mit dem Auto von Thomas Anacleto. Wir werden sehen, was möglich ist und ich möchte irgendwie ins Semifinale. Mike Bartlen sehen wir hier und wieder mal ein Kelly Girl. Na klar, neben Peter Bartosz, Erwins Grenschitz dann auch mit dabei und so fahren sie dann los. Also Grenschitz mit einem Bombenstart hier, denn Peter Bartosz und Mike Bartlen, die musst du erstmal ausbeschleunigen. Ja, Willi Albers hat es gesagt, war nicht sein Wochenende. Das muss man
so deutlich festhalten. Das ist ja manchmal so, ne? Das ist im Fußball so, im Handball so. Da bist du top vorbereitet, aber irgendwie ist alles nichts und nichts läuft. Und schauen Sie sich an, wie die Autos hier springen. Das ist Autocross, wie das mal vor 20 Jahren war. Ich sag jetzt mal vorm Bildschirm Gruß an Ronny Kuchenbecker. Der freut sich darüber. Nicht, weil die Autos dann kaputt gehen, sondern weil er sagt, wir fahren heute einfach nicht mehr Autocross, wir fahren auf Autobahnenrennen. Und teilweise hat er da natürlich auch recht. Aber sei es drum, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, dann ist der Speed nämlich viel, viel höher. So, Krentsch ist sehr gut vorneweg. Peter Bartosz, ja, und hier kommen natürlich nur die Autos durch, die also, ja, hart im Nehmen sind, die ein bisschen was einstecken können, genau wie die Fahrer, denn sonst schaffst du das nicht hier. Willi Albers den Berg runter, und wenn der natürlich drauf drückt, Berg runter, 2,3 Liter Turbo, da kommt ein bisschen was. Und das musst du wirklich wollen, aber ich glaube, der Willi will das. So, das zweite Semifinale, dann hier mit Jakob Kubicek, dem Dominator, und Thomas Anacleto im JVDC und Bernd Stubbe, der diesen Start jetzt hier außenrum gewinnt. Das ist auch immer wieder mal eine Nummer. So, da fährt man sich gegenseitig schon mal ein bisschen aufs Rad. So, Stubbe erstmal vorweg, Kamera oben drauf, die wird von Buchse sein. Vielen Dank dafür. So, Anacleto auf 2, Kubicek auf 3. Ja, da gibt es auch mal ein bisschen Vorbande. Und hier sehen wir André Hinnenkamp, der hinter Jakob Kubicek ist. André Hinnenkamp ja auch sehr schnell und schnell und schneller. Aber das Rennglück hat ihn verlassen in diesem Jahr. Ich glaube, so muss man das sagen. Auch am Matschenberg schon fast nichts dabei rumgekommen nach seinem Crash da in einem der Vorläufe. Und hier geht es ungefähr so weiter. So, da springen die Autos den Berg runter. Man kann es fast gar nicht ansehen. Aber nochmal ganz ausdrücklich, der Veranstalter kann dort nichts dazu, denn es hat so viel geregnet, das schaffst du nicht, die Strecke hier dann Brett eben wieder hinzukriegen. Und vielleicht muss das ja auch nicht. So, dann gibt es eine rote Flagge. Teunis van Velt, der Überraschungsmann vom Matschenberg, hat einen tierischen Schlag auf seinen Rücken bekommen, ist da wohl, ja, weiß ich nicht, ob das eben dieser kleine Unfall war, da liegt er auch schon. Ich habe über Facebook gelesen, dass er wohl da behandelt wurde. Schöne Grüße und beste Genesungswünsche von dieser Stelle, mein Lieber. Wäre schön, wenn wir dich nochmal wiedersehen. Du bist eine echte Bereicherung mit deinem Trackline bei den Superbuggies. So, Restart. Bernd Stubbe vorne. Und dann Tafani und Anacleto. Ja, die französische Rangordnung muss da mal eben festgelegt werden. Ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Da ist Thomas Anacleto vorne. Der fährt geradeaus. Gut, dann fährt Tafani eben mal drüber. Was soll's? Jakob Kubicek lacht sich tot, weil der sagt, wenn zwei sich streiten, ne, dann ist er eben durch und fährt auf die zwei. Stubbe im Moment vorne vorweg. Tafani aber ihm auf dem Fersen, dem Jakob Kubicek mit seinem 3 Liter V6 Motor. So, und dann hat Bernd Stubbe ein Problem. Gucken Sie sich das linke Hinterrad an. Da scheint es einen schleichenden Plattfuß zu geben. Und damit fährst du bei diesen Bedingungen hier nicht mehr Flatout. Selbst Bernd Stubbe nicht. Und Jakob Kubicek freut sich natürlich, dass er da mal die Möglichkeit hat, hier vorne wegzufahren. Man sieht es auch. Er hat jetzt freie Bahn und kann dann gleich noch auf und davon fahren. Bernd Stubbe filmt hier Thomas Anacleto, der dieses Auto auch bei 101% bewegt. Und dann bist du natürlich immer gefährdet, hier auch mal komplett abzufliegen. So, Kubicek macht das gut. Vorne vorweg, Tafani auf 2, Anacleto 3. Die Autos alle ramponiert von dem Crash eben noch. André Hinnenkamp legt sich hier an mit Alessandro Galotta und dann Stubbe. Sein Reifen hinten links löst sich immer mehr auf. Und dann ist er hier mit Terry Callaghan dabei, sich zu streiten. Aber ich nehme es vorweg, er rettet sich noch als Vierter oder Fünfter ins Ziel. Ich denke mal als Vierter. Und Terry Callaghan wird Fünfter und ist damit auch im Finale. Es hat aber gewonnen, wie wir gesehen haben, Jakob Kubicek, und der stellt sich jetzt hier in die Mitte. Und zu den Girls muss ich nichts mehr sagen, von denen träume ich heute Abend sicherlich. Dann der Start,
zum großen Finale. Das ist immer traditionell das letzte Rennen des Tages. Und da fährt Jakub Kubicek erstmal vorne weg. Grensch ist dahinterher. Dann Peter Bartosz, dann Florent Tafani und dann Bernd Stubbe, der ja nur aus der zweiten Reihe kommt. Der muss jetzt ganz einfach gucken, weil er natürlich weiß, wie viel Glück der gehabt hat, dass sich das Rad nicht komplett verabschiedet hat und vielleicht schon viel eher, dass der hier noch ein paar Punkte mitnimmt für die Meisterschaft. Ganz logisch. So, da kommt Florent Tafani ein bisschen nach außen. Ja, und da fährt ein Stubbe rein in die Lücke, das ist doch klar. Und dann fängt es auch noch an zu regnen und die Strecke ist schmierig. Stubbe Geläuf. Ganz klar. Vorne wird er nicht mehr reinfahren können. Der ist zu weit weg, der Jakub Kubicek. Hat auch nicht übermäßig viel Leistung. Klar ist da richtig was da, aber es ist ein 3-Liter-Motor und ich denke genau richtig für diese Bedingungen. Und Sie sehen das selbst, liebe Zuschauer. Der fährt auf und davon und das nach diesem riesen Crash vom Matschenberg. Also das freut die ganze Szene und uns von Mediasport selbstverständlich auch. Vlada Stetina auch wieder im Finale im Hoschek und Derry Callaghan, der sich hier mit Jérôme Mateloof abmüht. Zwei unterschiedliche Konzepte, auch hier dann Stetina dahinterher. Johnny Foyard fährt nur um Platz 9. Das ist ganz, ganz weit hinten. Das ist viel zu wenig für ihn. Und Bernd Stubbe versucht sich da mal zu zeigen bei Peter Bartosz, aber riskiert da nichts. Und Jakub Kubicek gewinnt das Superbuggy-Finale hier bei seinem Heimrennen. Ich glaube, was Größeres kannst du einem Tschechen nicht geben. Und er sagt auch, ich hab einfach keine Worte. Es ist ein Traum. Es war mein Traum, hier in Overpacker vor Tausenden von Zuschauern zu gewinnen. Es ist ein großartiger Tag und ich danke jedem und allem, die mich kennen und die mir die Daumen gedrückt haben. Ja, zweimal Tschechien, einmal Lettland auf dem Treppchen. Ein ganz neues Bild, aber ich denke mal, das tut der Meisterschaft gut und der Peter Bartosz hat sich das auch verdient. Tja, liebe Zuschauer, das war unser Bericht aus Novapaka. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich, so viel Spaß wie wir. Ich freue mich schon auf das nächste Magazin und sage bis dahin tschüss, ciao und bye bye, ihr und euer Andreas Vlasov. Das war Auto und Rallycross auf Mediasport mit den Partnern Airpower, Autosportartikel aus Belgien, Emming Motorentechnik, Walter Holzleitner Gleisbau, Peters Autosport, Tipps Racing Österreich, The New Autosport Shop Luxemburg.